ผมก็ต้องเชิญคุณสมิทธ์มายืนคุยกันตรงนี้เนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณสมิทธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงจังขนาดไหนคนที่ปากน้ำเขาตกใจบางคนเตรียมอพยพแล้วนะก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะฮะเพราะโอกาสทางวิทยาศาสตร์ทางตุนนิยมวิทยาเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นจากสถิติเก่าๆจากข้อมูลเส้นทางเดินของพายุเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นมากปี2526หลายคนจะจำได้2526นี่คือเป็นปีที่นี่คือคิมใช่ไหมฮะไต้ฝุ่นคิมไต้ฝุ่นคิมนี่เข้านี่นะฮะผ่านเวียดนามผ่านกัมพูชาแล้วมาเข้าไทยเข้าทางภาคตะวันออกของไทยเนี่ยนะแล้วเข้ากรุงเทพเลยเข้ากรุงเทพอยู่เหนือกรุงเทพเลยแล้วก็ข้ามไปพม่าต่อปี26น้ำท่วมกรุงเทพ4เดือนเต็ม4เดือนอันนี้คือพายุเข้าเกือบจะเรียกว่ากลางกรุงเทพซึ่งการเกิดพายุคิมเนี่ยทำให้เรากลัวว่าในปีนี้ถ้ามีพายุที่เกิดขึ้นแล้วมีเส้นทางเดินพายุใกล้เคียงกับพายุคิมเนี่ยครับโอกาสที่กรุงเทพนะมหานครและปริมณฑลก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับ2526สถิติมันบอกไหมครับว่าปีนี้มีความเสี่ยงBangkok, ein Moloch mit 10 Millionen Einwohnern. Die Drehscheibe Südostasiens. Unter den 130 Städten der Welt, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind, nimmt Bangkok einen Spitzenplatz ein. Ähnlich wie New York, London und Amsterdam droht die thailändische Hauptstadt im Meer zu versinken. Immer häufiger hat die Megastadt mit Wetterextremen zu kämpfen. Orkanartige Wirbelstürme nehmen zu. Vor zwei Monaten hielt Dr. Smith von der staatlichen Katastrophenschutzbehörde eine Pressekonferenz für die thailändischen Medien ab. Dabei warnte er vor einem Monstersturm, der sich über dem Golf von Thailand bilden könnte. Im Gepäck ein schweres Sturmhochwasser. Ein Taifun, der die Kraft besitzt, das Meerwasser zu meterhohen Wellen aufzutürmen, die über das Land hereinbrechen würden wie ein Tsunami. Ein Wirbelsturm dieser Stärke hätte katastrophale Folgen für Bangkok. Er würde mehr Zerstörung anrichten als der verheerende Sturm, der 2006 in Myanmar viele tausend Todesopfer gefordert hat. Seine Ausläufer waren damals bis hierher zu spüren. Wir haben allen Grund, uns Sorgen zu machen. Es wäre ein Albtraum. Die Schäden in einer modernen Metropole wie Bangkok würden in die Milliarden gehen. Die Bevölkerung müsste evakuiert werden. Panik würde ausbrechen. Die Wassermassen würden unsere Abpumpkapazitäten bei weitem überschreiten. Viele Stadtteile würden komplett zerstört werden. Die Folgen wären unübersehbar. Cheun ist bei der BMA beschäftigt, der Stadtverwaltung von Bangkok. Seine Aufgabe ist es, die Folgen einer möglichen Sturmflut einzuschätzen. Auch wenn ein Taifun so lange im Voraus nicht vorhersagbar ist, nimmt die BMA die Warnung ernst. Denn Dr. Smith genießt hierzulande einen besonderen Ruf. Haben Sie Angst, dass Dr. Smiths Vorhersage eintritt? Natürlich haben wir Angst. Der Bürgermeister hat nicht umsonst allen Einwohnern dieses Schreiben geschickt. Viele Zugezogene haben die Stadt bereits verlassen und sind in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt. Angeblich werden wir 3 Tage, bevor es losgeht, informiert. Aber kann man sich darauf verlassen? Eigentlich sollte der Taifun im Oktober kommen. Und jetzt haben wir Oktober. Man muss sich das mal vorstellen. Nur 3 Tage, um alles zusammenzupacken. Das reicht nicht. Das gibt eine Massenpanik. Viele sind der Meinung, das Wetter spielt verrückt. Wie sehen Sie das? Genauso. Das ist doch nicht normal. In der Trockenzeit regnet es und insgesamt ist es viel zu warm. Ich finde das beunruhigend. Momentan sind wir in der Fastenzeit. Da sollte es eigentlich regnen, oder? Irgendwie ist alles durcheinander geraten. Da passt so ein Taifun genau ins Bild. Ich sage Ihnen, die Leute haben Angst.
Sie verkaufen alles, nehmen ihre Kinder aus der Schule und weg sind sie. Dieser Brief ist beunruhigend. Sie müssen versuchen, Ruhe zu bewahren. Das sagt sich so leicht. Das Wasser wird voraussichtlich 3 Meter hochsteigen. Bis wohin ist das Wasser denn schon gestiegen? Dieses Jahr sind wir verschont geblieben. Aber vor 2 Jahren konnte man hier schwimmen. Stimmt, vor 2 Jahren hatten sie Stege aufgebaut, damit man sich überhaupt fortbewegen konnte. Ja, ich erinnere mich. Dieses Jahr haben wir Glück. Glück oder nicht? Jetzt in der buddhistischen Fastenzeit müsste es eigentlich in Strömen regnen. Doch trotz Monsun ist in Bangkok seit einer Woche kein einziger Tropfen gefallen. Es herrscht Gewitterstimmung. Dr. Smith, der Mann, der die Sturmflut vorhergesagt hat, ist seit dem Tsunami 2004 ein lebender Mythos. 9 Jahre lang hatte er immer wieder vor der tödlichen Welle gewarnt, doch niemand wollte auf ihn hören. Seit der Katastrophe nimmt man hier die Aussagen des Meteorologen sehr ernst. Vorbeugen ist besser als heilen. Der Klimawandel ist nicht mehr zu leugnen. Mittlerweile hat sich sogar der Monsunzyklus verändert. Die Menschen bekommen allmählich Angst. Ich bin jetzt 50 und habe in meinem Leben 2 schlimme Taifune miterlebt, die viele Tote gefordert und große Schäden angerichtet haben. Trotz allem sind wir noch gut dran, verglichen mit Ländern wie den Philippinen oder Vietnam. Dort entfalten die Stürme, die vom Pazifik aufziehen, ihre ganze Zerstörungskraft. Da können wir uns noch glücklich schätzen. Allerdings, sollte sich so ein Monster über dem Golf von Thailand zusammenbrauen, wäre das verheerend. Die Stadt würde meterhoch unter Wasser stehen, angefangen mit den Siedlungen an der Küste. Ich versuche mich damit zu beruhigen, dass die Bucht viel zu klein ist, als dass sich dort so ein Riesensturm bilden könnte. Im Süden ist die Gefahr weitaus größer. Aber man weiß nie. Da hilft nur noch beten. Bangkok, das Venedig des Ostens. So steht es in den Reiseführern. Und genau wie seine kleine Schwester wird auch Bangkok regelmäßig von Überschwemmungen heimgesucht. Unter den Pfeilern der Stadtautobahn verlaufen kilometerlange Kanäle, an deren Ufern sich die Baracken drängen, dicht an dicht, die Füße im Wasser. Wie ein Netz aus Blutgefäßen ziehen sich die Wasserläufe durch die Megastadt und erinnern daran, dass das nasse Element hier mehr zu Hause ist als der Beton. Längs der Kanäle bilden sich Ausbuchtungen, Aneurysmen gleich, bereit jede Minute zu platzen. Bangkok bessert aus, wo es geht, bis zur nächsten Sintflut. Guten Tag, Kontrollpunkt Makassan. Ich möchte Ihnen unseren Wasserstand durchgeben. 10 Uhr, minus 1,39. Die Tore sind offen, die Pumpen arbeiten. Es sieht nach Gewitter aus. Immer noch kein Regen. Haben Sie alles? Seit einer Woche 4-mal am Tag dieselbe Meldung an die Hochwasserzentrale. Von allen 60 Kontrollpunkten. Es will und will nicht regnen. Am Himmel türmen sich dunkle Wolken auf. Die Luft ist wie aufgeladen. Das Summen der Bienen klingt wie das Surren einer Hochspannungsleitung. Cheon führt uns ins Radarzentrum der Stadt, wo die besten Meteorologen des Landes arbeiten. Mit ihren Geräten können sie den thailändischen Golf dreidimensional erfassen. Eine Art Krähennest, von dem aus das Schiff namens Bangkok mit seinen 10 Millionen Passagieren überwacht wird. Und was halten die Experten von den Warnungen des Herrn Smith? Jeder hier weiß, dass man einen Taifun oder Tsunami nicht Monate im Voraus vorhersagen kann. Aus sicherer Quelle hat Cheon erfahren, dass eine große Investmentgruppe gegen Smith prozessieren wird, weil dieser öffentlich behauptet hat, der nagelneue internationale Flughafen würde in spätestens 10 Jahren komplett unter Wasser stehen. So eine schlechte Publicity kann niemand gebrauchen.
Im Katastrophenszenario von Dr. Smith trifft der Sturm Bangkok mit voller Wucht. Aber das hat es seit 100 Jahren nicht gegeben. Richtig ist allerdings, dass sich das Klima in den letzten 30 Jahren verändert hat. Wir beobachten ungewöhnliche Wetterphänomene. Über dem Indischen Ozean bilden sich wahre Monsterstürme, von denen wir nicht mit Gewissheit sagen können, ob sie die Kraft haben, bis zu uns vorzudringen. Seit einiger Zeit nimmt die Häufigkeit großer Wirbelstürme deutlich zu. Früher hatten wir nur alle 7-8 Jahre mit einem Taifun zu tun, heute alle 3-4 Jahre. Die Abstände werden geringer und deshalb ist es höchste Zeit, dass wir der Gefahr ins Auge blicken. Zu hoffen, dass nichts Schlimmes passiert, genügt nicht. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um auf solche Naturkatastrophen vorbereitet zu sein. Denn in Zukunft wird es immer mehr, immer schwerere Stürme geben, auch dort, wo wir nicht damit rechnen. Und dann wird es richtig ernst, weil die Bevölkerung der Situation hilflos ausgeliefert ist. Nehmen Sie zum Beispiel Vietnam oder die Philippinen. Dort wüten jedes Jahr 3-4 Wirbelstürme und die Menschen dort kommen damit klar, weil sie dafür gerüstet sind. Sie haben vorgesorgt. Wenn wir Bedingungen wie in diesen Ländern kriegen, werden wir irgendwie damit fertig werden. Es bleibt uns gar keine Wahl. Der international renommierte Geophysiker Dr. Seresu Paradit vervollständigt das Bild. Seines Erachtens braucht es keinen Taifun, damit Bangkok Land untermeldet. Bangkok steht unter dem Einfluss des Klimawandels. Die Daten des Wetterdienstes zeigen, dass die Durchschnittstemperatur in den letzten 40 Jahren um 2 Grad gestiegen ist. Abgesehen von den Taifunen sieht sich die Stadt drei großen Bedrohungen gegenüber. Erstens tritt der Chao Phraya immer öfter über die Ufer, weil die Monsunregen immer heftiger werden. Zweitens ist die Jahresniederschlagsmenge um 15% gestiegen. Und drittens verzeichnen wir einen Anstieg des Meeresspiegels um etwa 3 mm pro Jahr. Zu allem Überfluss ist Bangkok auch noch auf lehmigem Untergrund gebaut, was dazu führt, dass die Stadt absackt, jährlich um 2%. Das entspricht 4 Zentimeter. Ich habe das Ganze mal hochgerechnet, ausgehend von der Abflussmenge des verheerenden Hochwassers vom Herbst 1995. Das Ergebnis ist erschreckend. Wenn nicht bald etwas geschieht, ist der Untergang nicht mehr abzuwenden. Das Wasser wird bis zu 30 Kilometer weit ins Land drängen und die Stadt unter sich begraben. Bangkoks Zukunft sieht also alles andere als rosig aus. Das Meer steigt, die Stadt sinkt. Und noch etwas. Schon seit Jahren wird hier unkontrolliert Grundwasser abgepumpt, sodass der zig Tonnen schwere Wald aus Wolkenkratzern heute wie auf einem löchrigen Käse steht. New York hat übrigens mit demselben Problem zu kämpfen. In nicht allzu ferner Zukunft wird Manhattan unter dem Meeresspiegel liegen. Sintflutartige Regenfälle und ein großer Fluss vor der Haustür, Monsterstürme, die immer häufiger auftreten. Smith sagt es jedem, der es hören will. Wer nach Bangkok zieht, sollte sich besser ein Boot anschaffen. Es fehlt nicht viel und wir glauben ihm. Wieder das elektrische Bienensummen am Kai des Khlong San Sab. Auf den stinkenden Kanälen verkehren die Flusstaxis, ein beliebtes Transportmittel bei den asiatischen Venezianern. Vor allem Studenten und Leute aus der Mittelschicht nutzen sie, um das legendäre Verkehrschaos der Stadt zu umgehen. An den Seiten schützt eine blau-weiße Plane die Passagiere vor Spritzern der übelriechenden und potenziell infektiösen Brühe.
Der Kanalgrund ist 2 Meter hoch mit verrottenden Abfällen bedeckt. Gegen 2 Uhr nachmittags regt sich ein leises Lüftchen. Die Temperatur ist endlich ein paar Grad gefallen. Und dann plötzlich... Darauf hat die ganze Stadt gewartet. Tonnen von Wasser gehen in wenigen Minuten nieder. Erleichterung und Durchatmen. Eine vorübergehende Rückkehr zur Normalität. Die Menschen in Bangkok lieben den Regen. Und das ist gut so. Denn in weniger als einer Stunde kann hier bis zu 1 Kubikmeter Regen pro Quadratmeter fallen. Hochwasserzentrale, guten Tag. Ich schicke jemanden raus. Die wasserdurchtränkte Metropole läuft schnell über. Ein effizientes Pumpensystem schafft da Abhilfe, allerdings hauptsächlich in den Geschäftsvierteln, wo zahlungskräftige Privatunternehmen selbst in die Tasche greifen. In weniger begüterten Gegenden sieht das anders aus, aber man bemüht sich. Das Radar kündigt einen Taifun etwa 3 Tage vorher an. Dann bereiten wir uns auf die Wassermassen vor, indem wir die Pegel in den Kanälen absenken und überprüfen, ob alle 20 Pumpstationen betriebsbereit sind. Unser Ziel ist es, die Stadt schnellstmöglich wieder trocken zu legen. Sie sind also zuversichtlich? Ja, wir vertrauen auf unsere Messinstrumente und die Radarinformationen. Sollte der Sturm natürlich so stark werden, dass die Abflussmengen unsere Kapazitäten sprengen, können wir auch nichts mehr tun. Den Mut besitzen, die Dinge anzupacken. Und die Weisheit, sich in das Unvermeidliche zu fügen. 130 Küstenstädte weltweit müssen mit den Folgen des Klimawandels leben. Das Lächeln macht den Unterschied. Der Wolkenbruch war kurz und auf das Südufer des großen Flusses begrenzt. In einer Viertelstunde ist Cheun am Landesteg mit einem Hydrologen verabredet, der Bangkoks Kanalsystem kennt wie kein zweiter. Zeit genug, um uns in knappen Worten den Hochwasserschutz seiner Stadt zu erläutern. Im Schatten der Tragseile der Bumibol-Brücke steht einer der Kontrolltürme des Chao Phraya. Das hiesige Schleusensystem ähnelt den Sperranlagen, die London bei Sturm gegen Überschwemmungen schützen. Das System geht auf Rama IX. Zurück, den König von Thailand, der sich den Kampf gegen das Wasser zur Lebensaufgabe gemacht hat. Das nötige Fachwissen verschaffte er sich in den 30er Jahren während seines Hydrologiestudiums in Cambridge, bevor er den thailändischen Thron bestieg. Wussten Sie, dass dieses System die Idee unseres Königs war? Ah, es gehört also zu den großen königlichen Projekten zum Schutz der Hauptstadt. Können Sie uns erklären, wie es funktioniert? Ja, gerne. Um zu verhindern, dass die Pegel in den Kanälen zu stark steigen, leiten wir einen Teil des Wassers bereits 18 Kilometer vor der Stadt ins Meer um. So erreichen wir eine Absenkung der Pegel um 20 bis 30 Zentimeter und die können entscheidend sein. Vorsicht, jetzt wird es laut. Um sein Hochwasserschutzsystem perfekt zu machen, ließ der König flussaufwärts riesige Rückhaltebecken bauen, finanziert aus dem Kronvermögen. Monkey Cheeks hat er sie getauft. Affenbäckchen. Nach den Makaken, die die buddhistischen Tempel bevölkern und sich die Nahrung in die Backentaschen stopfen. Die Anrainer der Kanäle verdanken dem royalen Schutzsystem ihr Überleben. Doch niemand hier macht sich Illusionen über die Zukunft. Die Folgen der Klimaerwärmung werden die Schleusen nicht abfangen können, genauso wenig wie die eines Taifuns und sei er nur mittlerer Stärke. Deswegen haben viele ihre Häuser am Ufer aufgegeben.
Andere behelfen sich mit Bordmitteln. Und genau das empfiehlt der Hydrologe der Regierung. Einfache Schutzmaßnahmen zu fördern. Damit sei der Bevölkerung am meisten geholfen. Sehen Sie sich die Pfeiler an. Man erkennt noch die Spuren des letzten Hochwassers. Dort, der dunkle Bereich. So hoch ist das Wasser noch nie gestiegen. Ja, alles war überschwemmt. Bangkok wird das Jahr 2538 in trauriger Erinnerung behalten. 1995 im gregorianischen Kalender. Das war ein schlimmes Hochwasser. Sehen Sie, dort bauen sie Schutzwälle aus Sandsäcken. Alle rechnen damit, dass das Wasser kommt. Sie bereiten sich auf das Hochwasser vor. Hier ist vorgesehen, Versorgungsleitungen für Gas und Trinkwasser zu verlegen. Das da ist noch ein altes Haus. Es wurde noch nicht höher gesetzt. Schauen Sie, diese Leute haben vorgesorgt. Ja, dieses Haus ist ein Musterbeispiel für die nachhaltige Anpassung an den Wasseranstieg. Man sieht noch die Spuren der großen Flut von 1995. Die Bewohner haben sich zu einer ungewöhnlichen Maßnahme entschlossen. Anstatt nur die Grundplatte zu erhöhen, bauen sie einfach ein neues Haus über das alte. Das sieht zwar merkwürdig aus, aber damit haben sie mindestens für die nächsten 100 Jahre Ruhe. Sie haben wirklich sehr hoch gebaut. Ja, wir wollten auf Nummer sicher gehen. Vor allem wegen der Elektrik. Damit kein Wasser drankommt. Ja, wir hatten einige Kurzschlüsse. Jetzt können Sie beruhigt in die Zukunft blicken. Genau, jetzt kann kommen, was will. Wenn Sie hier nasse Füße kriegen, steht der Rest des Viertels längst unter Wasser. Bis wohin stand das Wasser vor dem Umbau? Stellen Sie sich vor, unsere Nachbarin lag während der letzten Flut in den Wehen. Wir mussten das Bett auf 4 Stühle hieven. Damit sie im Trocknen war? Ja, sonst wäre sie ertrunken. Aber auch ohne Hochwasser hatten wir Probleme. Mit den vorbeifahrenden Booten. Ich verstehe. Die Wellen sind ins Haus geschwappt. Der Wasserstand in den Kanälen ist nach und nach gestiegen. Ja, vor allem in den letzten Jahren. Außer einigen wenigen, die um nichts in der Welt woanders wohnen wollten, haben die meisten Kanalanrainer aufgegeben und ihre Häuser gegen eine komfortable Stadtwohnung eingetauscht. Damit ist der Weg frei für den Bau von Immobilien mit westlichem Standard für die besser verdienenden Bangkoker. Ein moderner Wohnkomplex neben dem anderen schießt am Ufer in die Höhe, ohne dass Vorkehrungen gegen den schleichenden Pegelanstieg getroffen würden. Da ist ein böses Erwachen vorprogrammiert. Denn in den letzten Jahren kann man fast zusehen, wie das Wasser steigt. Alle, die hier wohnen, sagen das. Irgendjemand wird dafür bezahlen müssen, die Milliarden Kubikmeter Wasser wegzuschaffen, die in den nächsten 20 Jahren über die Stadt hereinbrechen. Unser Kanal führt in den äußersten Süden der Stadt, wo das Meer nicht mehr weit ist.
Hier öffnet er sich zu einer breiten Wasserstraße, gesäumt von Mangroven und Strommasten. Nach dem Häuserwald aus Beton kommt diese idyllische Landschaft überraschend. Eine örtliche Künstlergruppe hat sich mit dem Thema beschäftigt. Die urbane Mangrove, die Stadt als Amphibie. Eine Vorstellung, die gar nicht so weit weg ist von der Realität. Kurz bevor der Kanal ins Meer mündet, gelangen wir zu einem Dorf mit einem buddhistischen Tempel. Der Ort hat in letzter Zeit für heftige Diskussionen unter den Intellektuellen und Wissenschaftlern Bangkoks gesorgt. Cheon will mit eigenen Augen sehen, was eine Allegorie auf die Zukunft der Megastadt sein könnte. In den letzten 10 Jahren hat das Meer hier ganze Arbeit geleistet. Die Küstenerosion ist so stark wie nirgendwo sonst auf der Welt. An dieser Stelle entfaltet der Golf seine volle Kraft. Es ist auch das Einfallstor für den Monstersturm von Dr. Smith. Khun Samuchin heißt das Dorf. Ein Trupp internationaler Klimaexperten war bereits hier. So schlimm steht es. Seit 20 Jahren steigt das Wasser unaufhörlich. Ich will versuchen, es Ihnen zu erklären. Einerseits richten die Wellen großen Schaden an und andererseits verhindern die Sperren im Fluss, dass sich das Sediment absetzt. Die Folge sind Überschwemmungen, die bei einer Springflut katastrophale Ausmaße annehmen. Viele Gläubige sind schon von hier weggezogen. Ist schon mal jemand ertrunken? Ja, es gab mehrere Tote. Vor meiner Ankunft war der Tempel praktisch aufgegeben. Die Menschen, die geblieben sind, haben mich gebeten, die Leitung zu übernehmen. Zuerst habe ich gezögert. Aber ich wusste, wenn ich ablehne, wird der Tempel geschlossen. Jemand muss die Zeremonien abhalten. Haben Sie noch nie daran gedacht, wegzugehen? Nein. Die Frage wird mir oft gestellt, aber ich lasse den Tempel nicht im Stich. Niemand weiß, wie lange er noch steht, aber ich bleibe, solange es geht. 5 Jahre, 10 Jahre, schwer zu sagen. Ich werde jedenfalls alles dafür tun, um bleiben zu können. Sie bleiben, egal was kommt? Ja. Und er ist nicht allein mit dem Problem. Der internationale Flughafen von Bangkok liegt nur 5 Kilometer entfernt. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, könnte Smith mit seiner Warnung recht behalten. Auch wenn er vielleicht ein wenig übertrieben hat, um die Regierung wachzurütteln. Denn es ist unwahrscheinlich, dass sich die Entwicklung umkehren wird. Und da war das Dorf? Ja, da stand die Schule. Die Schule wurde zuerst überflutet, dann der Rest. Und dort bei den Strommasten verlief die Zufahrtsstraße? Ja. Das Meer hat alles verschlungen. Die Häuser, die Mangroven, alles ist zerstört. Man kann sich kaum vorstellen, dass da einmal ein Dorf gestanden hat. Aber das ist die bittere Wahrheit. Hier haben einst Menschen gewohnt. Und das ist jetzt 15 Jahre her? Ja. Und die Leute hatten Gemüsegärten und hier war überall Land. Ja. Noch vor 15 Jahren.
Und jetzt ist nichts mehr da. Nur der Tempel hält dem Meer noch stand. Haben Sie von Dr. Smiths Sturmflut gehört? Das macht mir keine Angst. Egal was passiert, ich bleibe im Tempel. Ich informiere mich. Das kostet ja nichts. Aber im Ernstfall werden Sie gehen? Ja. Doch vorläufig ist es ja nur eine Warnung, eine Vorhersage. Und natürlich kann ich verstehen, dass die Menschen Angst haben. Es soll eine riesige Flutwelle geben. Die Mönche erwarten keine Wunder, weder vom Meer noch von der Regierung. Am anderen Ende des Pflanzentunnels liegt ein Dorf, dessen Bewohner sich noch nicht an die Idee gewöhnt haben, irgendwann in naher Zukunft an einem anderen Ort zu leben. Doch früher oder später werden sie gehen müssen. Für den Augenblick pflanzen sie noch Mangrovenbäumchen. Wir sind der Vorposten von Bangkok. Wir haben die Behörden um Hilfe gebeten, aber niemand hört uns. Es ist, als wären wir Luft. Und die Stadt wäre gut beraten, sich für unser Problem zu interessieren, denn sie ist als nächstes dran. Seit 10 Jahren schlage ich Alarm. Ich flehe um Hilfe. Und nichts geschieht? Nein, nichts, keine Reaktion. Sie stellen sich einfach tot. Erst vor ein paar Tagen habe ich Bescheid bekommen, dass meine Briefe angekommen sind. Briefe von vor 10 Jahren? Ja, wenn es nicht so traurig wäre, würde ich lachen. Und jetzt haben sie mir befohlen, die Sache ruhen zu lassen. Sie setzen mich unter Druck. Aber ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Wenn es sein muss, gehe ich bis vor den König. Die Menschen in Bangkok haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Hier in den Dörfern ist der Klimawandel bereits Wirklichkeit. Nichts wird mehr so sein wie vorher. Die Stürme werden immer häufiger. Den Reichen kann das nichts anhaben. Sie wohnen in Steinhäusern hoch über der Stadt. Aber die Armen, was wird aus denen? Das Hochwasser hat schon viele Opfer gefordert. Wenn es so weitergeht, werden wir alle ertrinken. Dann gibt es keine Armen mehr und der Staat hat ein Problem weniger. Entschuldigen Sie, wenn ich zynisch werde. Chukwumvit, ein pulsierendes Geschäftsviertel im Herzen Bangkoks. Es ist 5 Uhr nachmittags. Die Menschen strömen aus den Büros in die feuchte Abendluft. Die Nacht kommt schnell in den Tropen. Ein Blitz hinter dem Island Building, dem Inselhochhaus. Eigentum von Kun Pai Thun, Ingenieur, Bauträger und Milliardär. Der Mann hat sein Vermögen in den Bau eines Gebäudeprototyps gesteckt, der dem zukünftigen Klima in Bangkok gewachsen sein soll. Heute verkauft er die Wohnungen an reiche Geschäftsleute, die ihre Familie in Sicherheit wissen und gleichzeitig die Gewähr haben wollen, dass ihre Investition nicht auf dem Meeresgrund endet.
Heute Abend ist Kun Pai Thun mit einem potenziellen Kunden verabredet, einem australischen Geschäftsmann, der seit 15 Jahren in Thailand lebt. Der Bauherr ist zuversichtlich, dass sie sich schon beim ersten Treffen handelseinig werden. Alles eine Frage des gesunden Menschenverstands. Wer das nötige Kleingeld hat, fackelt nicht lange. In Bangkok wohnt es sich besser oben als unten. Ich möchte gern eine Wohnung in einem Hochhaus in der Innenstadt kaufen. Das Island Building steht in dem Ruf, in puncto Hochwasser das sicherste Gebäude der Hauptstadt zu sein. Da sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Hochwasserschutz ist unsere Stärke. Willkommen im Island Building. Bei der Planung des Gebäudes bin ich von folgender Idee ausgegangen. Wenn der Klimawandel schon nicht gestoppt werden kann, müssen wir uns eben an die neuen Gegebenheiten anpassen. Die Frage war also, wie kann ich meine vertikale Insel vor dem Wasser schützen? Ganz gleich, wie die Zukunft dieser Stadt aussieht, ich wollte sicherstellen, dass mein Geld gut angelegt ist. Dieses Ziel habe ich erreicht. Meine Architekten haben das bislang schlimmste Hochwasser der Stadt als Grundlage für ihre Berechnungen verwendet. Das Ergebnis ist, auch wenn Bangkok komplett unter Wasser steht, sind wir noch im Trockenen. Sie als Geschäftsmann wissen vielleicht, dass Sukhumvit beim letzten Hochwasser 3 Monate lang überschwemmt war. Das Wasser stand mehr als 1 Meter hoch. Deswegen haben wir das Gebäude abgedichtet wie ein Boot. Und wir bleiben wachsam, auch wenn das Haus über höchste Sicherheitsstandards verfügt. Wer hier wohnt, kann ruhig schlafen. Für uns ist das Problem geregelt. Aber was ist mit den anderen? Viele Menschen in Bangkok leben in ständiger Gefahr. Die Wissenschaftler auf der ganzen Welt sind sich einig, dass der Klimawandel stattfindet. Deswegen ist es höchste Zeit, etwas gegen die drohenden Wassermassen zu unternehmen. So wie sie es in Singapur und Amsterdam tun. Mit Deichen und Schleusen. Wir besitzen das nötige Know-how, um unsere Städte zu schützen. Das Problem in Thailand ist, dass nichts geschieht, weil Interessenkonflikte es verhindern. Denn um Hochwasserschutzanlagen zu bauen, braucht man das entsprechende Gelände. Und da beginnen die Probleme. Niemand ist bereit, seinen Grund und Boden für das öffentliche Wohl herzugeben. Aber das könnte man leicht durch ein königliches Dekret regeln, meine ich. Außerdem werden unsere Ingenieure eng mit dem Ausland zusammenarbeiten müssen. Insbesondere mit den Niederlanden, um einen geeigneten Maßnahmenkatalog zu erstellen. Hier ist die Politik gefragt. Bis konkrete Ergebnisse vorliegen, wird es aber vermutlich noch 10 bis 20 Jahre dauern. Die Menschen hier warten darauf, dass der Regen aufhört. Ich bin früher zur See gefahren, wissen Sie. Und zwischen Dezember und Februar gibt es auf dem Meer vor Malaysia und Südthailand viele schwere Stürme. Das war eine harte Zeit damals. Ich wurde immer seekrank. So sehr schaukelte es. Es schüttet wie aus Kübeln. Ich kann keine 100 Meter weit sehen. Bangkok erscheint mir wie ein riesiges Schiff auf stürmischer See, das in den Fluten versinkt. Ich habe schon 6 Meter hohe Wellen erlebt, in der Nähe von Singapur.
Turmhohe Wasserwände, die über der Brücke zusammenbrach. Da hatte ich richtig Angst. Aber okay, wahrscheinlich kann man sich an alles gewöhnen. Am letzten Tag der buddhistischen Fastenzeit hat sich das Gewitter aufgelöst. Die Luft ist frisch und klar für einen tropischen Morgen. Der Taifun von Dr. Smith bleibt ein Hirngespinst vorerst. Die Einwohner von Khun Samuchin pilgern zum Tempel, um den Gottesdienst zu feiern. Cheun hat sich fest vorgenommen, im nächsten Jahr wiederzukommen. Und er will die Politiker hierher führen, was die schwierigere Übung sein dürfte. In der Zwischenzeit wird er weiter die Eingeweide seiner Stadt erkunden und Bericht erstatten. Ob die Verantwortlichen dann endlich reagieren, steht in den Sternen.